Alright, wir sind jetzt live. Okay, super. Genau, also das ist auf jeden Fall nochmal für alle hier im Raum. Alright, wir sind jetzt live. Man sieht immer nur die Kamera, die angeschaltet ist. Das heißt, wenn ihr eure Kameras auslasst, dann werdet ihr auch nicht auf der, ich kann meine Kamera so dann auch mal anmachen, dann werdet ihr auch nicht auf der Facebook-Übertragung auftauchen. Genau, wir haben geplant Vortrag und danach Diskussion. Wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen, ob die Diskussion nachher auch live gestreamt wird. Das könnt ihr vielleicht einfach mal in den Chat schreiben, irgendwann während des Vortrags. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach nachher mal. Genau. Ansonsten freue ich mich sehr, dass wir heute Abend einen Vortrag mit Tobi Asch haben. Tobi war früher mal im SZS-Vorstand und beschäftigt sich seit einer ganzen Weile mit ja, Studentinnen und dem Verhältnis zum Nationalsozialismus, vor allem auch mit verschiedenen Verbindungen. Dieser Vortrag hier ist auch so ein bisschen, ja, hat ein bisschen eine Evolution durchlaufen. Ich habe ihn vor einer Weile schon mal gehört. Ein bisschen mit einem größeren Fokus auf der Geschichte von Burschenschaften und Kooperationen generell. Und heute haben wir hoffentlich ein bisschen mehr einen Fokus darauf, ja, was war eigentlich das Verhältnis von StudentInnen und dem Nationalsozialismus generell? Das Ganze findet ja statt in der Reihe Never Again. Vor allem befassen und so ein bisschen darauf schauen, welche Rolle haben im sogenannten Dritten Reich eben ganz normale Leute in Anführungszeichen gespielt, ne? Also welche Rolle hat die Mitte der Gesellschaft gespielt? Nicht mal so sehr irgendwie Turbo-FaschistInnen, ja, sondern eben ganz normale Leute. Und darüber hinaus, was bedeutet eigentlich heute auch noch die Mitte oder eine etwaige Mitte-Ideologie für den Kampf gegen den Faschismus. Damit würde ich an Tobi übergeben. Vielen Dank für die Einleitung. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen, damit man noch die Folien sieht. Hier. So, perfekt. Genau, hallo. Zum Einstieg vielleicht, wie es zu diesem Vortrag gekommen ist. Wir haben damals, als wir Never Again gegründet haben, eine kleine Auftaktkonferenz gemacht und in dieser Auftaktkonferenz haben wir uns mit ganz vielen unterschiedlichen Thematiken befasst, sind aber eben auch zu der Einsicht gekommen, dass es unerlässlich ist, sich mit der Geschichte zu befassen, also nicht nur mit der aktuellen Rechten, sondern auch mit dem Nationalsozialismus und wie es dazu kommen konnte und eben im Feld dessen auch mit genau der eigenen Geschichte. Und daraus ist dann dieser Vortrag entstanden, der sich auch ja, wie schon erwähnt wurde, ein bisschen weiterentwickelt hat, je nach, also ich habe immer Material, auch immer mehr Material zugeschickt bekommen von Studierendenvertretungen dann und dadurch konnte sich das Bild dann auch immer weiter vervollständigen. Ich werde heute, da es ein Online-Vortrag ist, versuchen, nicht so lang zu reden wie sonst. Der Vortrag dauert sonst 1,5 Stunden. Ich werde es jetzt ein bisschen kürzer machen. Ich habe versucht, den Vortrag nicht zu sehr zu beschneiden, sondern ich werde versuchen, mich ans Skript zu halten und nicht zu viel auszuschweifen, wie ich es sonst pflege zu tun. Genau. Doch bevor wir direkt in den Vortrag reinstarten,
noch kurz ein Hinweis auf das BDWI-Heft Wissenschaft von Rechts 2. Darin wurden viele Artikel veröffentlicht zu Wissenschaft von Rechts, auch heute, aber auch einige zur Geschichte. Und in dieser Vortrag, aus diesem Vortrag heraus, ist auch ein Artikel von mir entstanden, der in diesem Heft veröffentlicht ist, und der kann gerne bestellt werden beim BDWI auf der Homepage. So. Jetzt aber direkt in den Vortrag hinein. Ich werde zuerst ein bisschen über die unterschiedlichen Gruppierungen reden, die es zur Zeit der Weimarer Republik gab, was die so gemacht haben, wie die ideologisch geprägt waren. Und dann in einem zweiten Teil werde ich auf Einzelbeispiele eingehen. Diese Einzelbeispiele, ich habe 4 an der Zahl, die ich besprechen könnte. Ich werde sehr wahrscheinlich nicht alle schaffen. Ich werde schauen, dass ich nach einer Stunde mit dem Vortrag aufhöre. Und wir machen einfach so viele Beispiele, wie wir Zeit haben. Die 3 Gruppen, auf die ich mich hauptsächlich konzentrieren werde, sind einmal die deutsche Studentenschaft, dann die Burschenschaften und Verbindungen und der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund. Das waren so die 3 Gruppen, die relevant sind im Zuge dieses Vortrages. Und man muss auch dazu sagen, dass ich zwar diese 3 Gruppen trenne jetzt in der Beleuchtung, es aber eigentlich immer Überschneidungen gab. Also die meisten Studenten dieser Zeit waren in Verbindungen, und deshalb sind die Trennlinien da nicht ganz so scharf. Das Thema, das ich beleuchten werde, ist ein sehr umfangreiches. Die Zeit der Weimarer Republik war lang, es ist da sehr viel passiert. Deshalb werde ich auch nicht auf jede Einzelheit eingehen können, sondern eher so einen Überblick bieten über das, was passiert ist. Zu den Gruppen und ihrem Bezug zum Nationalsozialismus. Es gab keine einheitliche Faschismus- oder Nationalsozialismus-Definition zu dieser Zeit. Es gab innerhalb dieser Bewegung große ideologische Kämpfe, und auch hier wurde sich widersprochen und auch hier wurde sich bekämpft. Das heißt aber nicht, dass es sich dabei nicht um Nationalsozialisten oder Faschisten handelte. Das soweit vorneweg. Und dann möchte ich gleich einsteigen mit der deutschen Studentenschaft. So der grobe Rahmen, in dem wir uns befinden. Wir befinden uns in der wilhelminischen Zeit. Die Studenten glaubten an die Dolchstoßlegende, also daran, dass sie quasi an der Heimatfront verraten wurden und eigentlich den Krieg hätten gewinnen können. Die meisten Studenten waren im Krieg und in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg. Das führte auch dazu, dass die Universitäten hoffnungslos überfüllt waren nach Ende des Krieges. Die Studenten waren geprägt von großdeutschen Allmachtsfantasien, verehrten den Kaiser und Bismarck, organisierten Demonstrationen für den Kaiser und Bismarck und waren grundlegend, so die meisten, antirepublikanisch eingestellt. Sie lehnten beispielsweise ab, dass Juden die gleichen Rechte hatten wie sie, was eben durch die durch sowas wie Menschenrechte kam. Für sie bedeutete demokratisch und aufklärerisch zu sein etwas durch und durch Negatives. Sie lehnten es ab als nicht völkisch, die meisten. Genau. Organisiert, also wie diese deutsche Studentenschaft organisiert ist, es gab, was es auch heute gibt, allgemeine Studierendenausschüsse, also was es in den meisten Bundesländern gibt, allgemeine Studierendenausschüsse, die quasi die Studierendenvertretung waren, die auch den Anspruch hatten, wirklich alle Studierenden zu vertreten. Gleich die Einschränkung, dass diese Zeit währte nur sehr kurz. Also sie gingen dann auch über, Arierparagraphen einzuführen und dann eben doch nicht alle Studierenden zu vertreten. Diese allgemeinen Studierendenausschüsse haben dann 1919 die Deutsche Studentenschaft gegründet in Würzburg als pragmatische Selbsthilfe. Das sollte alle oder hat alle Asten Deutschlands eingeschlossen und auch Asten oder Studierendenvertretungen aus Österreich und aus dem sogenannten Sudetenland. Bereits 1920 auf dem 2. Studententag der deutschen Studentenschaft hat sich der völkische Mehrheitsflügel durchgesetzt. Das war der Deutsche Hochschulring,
eine Art Sammelbewegung, also sie selbst haben sich als Sammelbewegung für die gesamte völkisch-nationalistische Studierendenschaft verstanden und diese stellten ab dem zweiten Studententag die Mehrheit und die republikanisch verfassungstreu eingestellten Studenten waren die Minderheit innerhalb der deutschen Studentenschaft. 1926 wurde schließlich endgültig das Arierprinzip bei den Mitgliedern eingeführt. Das wurde zum ersten Mal bereits 1919 eingeführt, dann allerdings 1920 wieder teilweise für den reichsdeutschen Teil abgeschafft. Schlicht und ergreifend, da man musste, wenn man eine Körper, wenn sie, also wenn die deutsche Studentenschaft eine Körperschaft bleiben wollte, musste sie auch naja, verfassungskonformer werden. Und deshalb hat man, das sieht man hier in dem Zitat, das ich aus der Verfassung der deutschen Studentenschaft habe, ganz gut in den letzten drei Zeilen, wo steht, Studierende deutscher Staatsangehörigkeit. Dieser Paragraph wurde eben 1920, also dieser Satz wurde 1920 eingefügt, um eben verfassungskonformer zu sein. Vorher stand da nur das, was danach steht, also deutscher Abstammung und Muttersprache. Müsse man sein. Aber wie gesagt, 1926 wurde dann das Arierprinzip endgültig eingeführt. 1927 kam es dann schließlich zum Verbot der deutschen Studentenschaft in Preußen, da sie sich weigerten, von ihrem großdeutschen Gedanken abzukommen. Also das bedeutet sich vor allem von den Studentenschaften Österreichs und des Sudetenlands loszusagen. Und weil sie sich weigerten, das Staatsbürgerschaftsprinzip endgültig zu übernehmen. Deshalb wurde die deutsche Studentenschaft dann in Preußen verboten. Es folgten dann auch andere Länder. Das führte dazu, also es führte nicht dazu, dass es die deutsche Studentenschaft nicht mehr gab, sondern dazu, dass sich die deutsche Studentenschaft weiter radikalisierte. Und mit radikalisieren meine ich jetzt hier nicht, dass ihre Positionen grundauf radikaler wurden, sondern dass sie radikaler, also dass sie sich jetzt nicht mehr zurückhalten mussten. Bis dahin hatten sie immer den Anspruch, eine Körperschaft zu bleiben und haben eben versucht, ihre Einstellung nicht ganz rauszulassen. Jetzt war dieses Thema vom Tisch sozusagen und sie konnten ihre Forderungen in ihrer ganzen Radikalität formulieren. So beispielsweise 1930, als sie Forderungen nach Rasselehrstühlen an den Universitäten erhoben. Und 1931 wurde dann schließlich das erste Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, das war die Organisation der NSDAP an den Hochschulen, wurde das erste Mitglied dieses Bundes Präsident der deutschen Studentenschaft. Das hatte zur Folge, dass linke und jüdische Studis versuchten, einen Gegenverband zu gründen. Dieser Versuch blieb allerdings erfolglos. 1932 hat schließlich die deutsche Studentenschaft beschlossen, dass man sich im Führerprinzip organisiert. Das bedeutet eben, dass es einen Führer gab, der alles entscheidet, dass die Studententage nicht mehr dazu genutzt wurden, Beschlüsse zu fassen, sondern eher der Fokus darauf lag, eine Versammlung mit großen Aufmärschen und Inszenierungen zu machen. Das bedeutet, dass 1932 die deutsche Studentenschaft sich quasi selbst gleichgeschaltet hat, also bereits ein Jahr vor der sogenannten Machtübernahme der NSDAP. Ein ganz tragendes weiteres ideologisches Moment also der Studentenschaft im Allgemeinen, war der Antisemitismus, also forderte die deutsche Studentenschaft ein NC für jüdische Studierende. Jüdischen Studierenden wurde das Stimmrecht bei Hochschulwahlen versagt, sie wurden aus Studentenschaften ausgeschlossen und man forderte den Schutz der Universität vor dem, was sie volks- und rassefremde Elemente nannten. Gerade auch ihr großdeutscher Anspruch sorgte für etwas Gegenwehr auf internationaler Ebene. So hat die internationale Studierendenvertretung, die Confédération Internationale des Étudiants,
den Aufnahmeantrag Deutschlands, Mitglied dort zu sein, verwehrt. Hauptsächlich auf Initiative der polnischen und französischen Studierendenvertretung hin, verständlicherweise, denn das waren ja auch die, die von diesen Großmachtsfantasien stark betroffen worden wären. Wie gesagt, diese große Fraktion, die diesen völkischen Teil dieser deutschen Studentenschaft bildete, war der Hochschulring. Und dieser Hochschulring wurde vor allem von studentischen Kooperationen getragen, das bedeutet von Verbindungen und Burschenschaften. Die meisten Studenten dieser Zeit waren noch Mitglieder von Verbindungen und Burschenschaften. Deswegen kommen wir nicht drum rum, über Burschenschaften und Verbindungen zu reden, denn die waren so ein elementarer Teil der Studentenschaft. Und deswegen gehe ich jetzt über weg von der deutschen Studentenschaft hin zu den Verbindungen und Burschenschaften und schaue mir die genauer an. Ein kurzer Exkurs zur Gründung. Ich werde mich damit nicht lange aufhalten. Das ist eigentlich ein eigenes Vortragsthema. Dazu gibt es auch sehr gute Vorträge, die ich nur empfehlen kann, mal zu organisieren. Es gibt unterschiedliche Typen von Verbindungen. Auch zu diesem ganzen Kapitel allgemein muss ich sagen, ist es sehr schwer, hier über allgemeine Positionen von Verbindungen und Burschenschaften zu reden, da jeder ein bisschen anders aufgestellt war. Das, was ich hier sage, war so die grobe Schlagrichtung, der die Mehrheit anhing. Es gibt aber hier für alles, was ich sage, gibt es auch Ausnahmen innerhalb dieses Milieus. Es gibt die Gruppe der Corps. Die Corps stehen in der Hierarchie von Verbindungen ganz oben. Entstanden sind die aus der Ablehnung der Französischen Revolution. Sie sind geprägt von Standesdünkel, ultrakonservativer Gesinnung und hatten ihren Zulauf vor allem aus dem preußischen Adel. Die renommiertesten oder angesehensten Corps beispielsweise hatten auch als Mitglied die Kaiser oder die Kinder der Kaiser. Also das war wirklich das Höchste, was es gab in dieser Verbindungshierarchie. Dann kommen die Burschenschaften. Die haben sich gegründet, um für einen deutschen Staat zu kämpfen, um auch gegen Frankreich, also für Deutschland gegen Frankreich zu kämpfen. Und obwohl die ein bisschen liberaler für die damalige Zeit waren, also aus heutiger Perspektive war auch nicht liberal, waren die schon von Anfang an stark völkisch geprägt und auch antisemitisch. Also bereits zum Wartburgfest, dem Gründungsfest der Burschenschaften, wurden unter antisemitischen Sprechchören die Werke jüdischer Autoren verbrannt. Also auch hier sehen wir bereits, dass das nicht aus dem Nichts kam, was dann zur Weimarer Republikszeit passieren sollte, worüber ich jetzt sprechen werde. Die Burschenschaften waren zu dieser Zeit hauptsächlich in der Deutschen Burschenschaft organisiert. Die Deutsche Burschenschaft als Dachverband gibt es auch heute noch, ist allerdings sehr viel bedeutungsloser als damals. Also damals war wirklich fast jeder, also ich glaube jeder, aber ich kann es nicht beweisen, dass jede Burschenschaft Mitglied war, deswegen sage ich fast jede, Mitglied der Deutschen Burschenschaft. Das ist heute nicht mehr so. Und diese Deutsche Burschenschaft hat 1920 bereits einen Aria-Paragraphen beschlossen. Ich zitiere, die Burschenschaft steht auf dem Rassestandpunkt, deshalb dürfen nur deutsche Studenten arischer Abstammung, die sich offen zum Deutschtum bekennen, in die Burschenschaft aufgenommen werden. Eine Heirat mit einem jüdischen oder farbigen Weib wird ausgeschlossen. Also hier sehen wir bereits 1920, also ganz in den Anfängen der Weimarer Republik, wie sich die Burschenschaft auf so einen völkischen und antisemitischen Standpunkt stellt. Es gab auch Gegenwind innerhalb der deutschen Burschenschaft, vor allem auch von alten Herren, die sich damit nicht identifizieren konnten. Also das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Aber 1920 wurde dieser Beschluss so gefasst und eben das Aria-Prinzip eingeführt bei der deutschen Burschenschaft. Auch die anderen Verbände bei den anderen Verbänden konnte man Ähnliches beobachten. Der CV, das ist der Kartellverband, das ist der Dachverband der katholischen Verbindungen gewesen und das ist auch heute noch, beschloss 1920, Zitat,
Minderungsgrund für die Aufnahme in den CV bildet semitische Abstammung nachweisbar bis auf die Großeltern. Zitat Ende. Also auch hier haben wir bereits 1920 eine Art des Aria-Paragraphen. Das hat im CV auch für eine große, also was heißt auch, es hat sogar zu einer noch größeren Diskussion geführt, vor allem darüber, ob so etwas mit christlichen, mit katholischen Werten überhaupt vereinbar ist. Und dazu gab es dann für und wieder. Und der Verband Zielsorger hat dann einen Artikel zu diesem Thema verfasst und auch in ihrer Zeitung, in der Zeitung des CV veröffentlicht, in der Verband Zielsorger dann nochmal dazu Stellung nimmt. Und aus diesem Artikel zitiere ich kurz: Ja, wir haben sogar die Pflicht, die Rasse von den ihr anheftenden Minderwertigkeiten, soweit wir können, zu befreien, sie höher zu züchten. Es ist von Seiten der katholischen Kirche und Moral nichts einzuwenden, wenn der CV sich rassenrein erhalten, die eigene deutsche Rasse pflegen und keine Juden in seine Reihen aufnehmen will. Insofern darf der CV dem Rasseprinzip huldigen. Also wie Sie sehen, auch hier innerhalb des Kartellverbands diese politische Linie und dass diese auch Zustimmung erfahren hat innerhalb des CVs. Der CV hatte aber auch ein Verbot der Zusammenarbeit mit der NSDAP. Es wurde auf der 61. CV-Versammlung gefällt. Trotzdem konnten einige Mitglieder des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes in CV-Verbindungen Fuß fassen. Dieses Verbot der Zusammenarbeit hat der CV dann 1933 auch selbst aufgehoben. Genau, so viel anhand von diesen Beispielen und den Aria-Paragraphen kurz zu den Positionierungen der Dachverbände. Allgemein Burschenschaften und Studentenverbindungen, was vor allem auch deren Praxis ausmachte, war, dass sie sich nach dem Ersten Weltkrieg sehr stark in den Freikorps betätigten. Also Studenten waren beteiligt an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik, am Kapp-Putsch, an der Ermordung von Arbeitern im Zuge von eben Freikorps-Einsätzen gegen Demonstrationen und gegen Streiks, aber auch so gegen Arbeiter. Michael Carter, der eine sehr ausführliche Analyse zu diesem Thema geschrieben hat, kommt auch zu dem Schluss, dass die Freikorps ohne die Studenten von ihrer aktivsten Elemente beraubt worden wären. Also die spielen hier tatsächlich eine tragende Rolle. Abgelaufen ist das Ganze so, dass der sozialdemokratische Reichswehrminister Noske und der preußische Kultusminister Konrad Hänisch, auch SPD, die Studenten dazu aufgerufen haben, den Spartakusaufstand aktiv niederzuschlagen und dagegen vorzugehen und ihnen bei der Organisation in die Eingliederung in die Freikorps halfen, ihnen auch garantierten, dass das keine negativen Auswirkungen auf ihr Studium haben wird. Nachdem die Freikorps und die Studenten in den Freikorps, die, wie wir vom Anfang an wissen, stark antirepublikanisch eingestellt waren, die Arbeiter niedergeschossen haben, gaben diese ihre Waffen aber auch nicht mehr ab. Also als ein Beispiel, die Studentenverbindungen in Marburg waren ganz vorne mit dabei in der Aktivität in den Freikorps. Als die dann allerdings zurückkamen von Arbeiteraufständen, die sie niedergeschlagen haben, haben sie sich dann direkt am Kapp-Putsch beteiligt und auch ganz Marburg besetzt mit den Waffen, die sie aus dieser Zeit hatten. Also auch hier sieht man, dass diese von Anfang an stark antirepublikanisch eingestellt waren und auch dagegen aktiv wurden. Der Kapp-Putsch wurde übrigens vereitelt durch einen Generalstreik von Arbeitern. Genau. Also auch hier sehen wir vor allem eine Konfrontation zwischen Arbeitern und Studenten, was für die später nochmal relevant wird. Dieses Studentenkorps Marburg, also der Zusammenschluss der Marburger Studenten in den Freikorps, wurde auch bekannt durch das Massaker von Mechterstädt. Die wurden nach Thüringen gerufen, um Arbeiteraufstände dort zu verhindern oder Arbeiter festzunehmen. Und auf dem Rückweg haben sie die festgenommenen Arbeiter, also 15 Arbeiter, ermordet. Das Ganze wurde dann weiter zum Justizskandal. Die meisten wurden freigesprochen. Ich habe mir vorgenommen, nicht auszuschweifen. Darüber könnte ich viel erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Also
Was wichtig ist, ist, dass es keine relevanten Konsequenzen für diese Studenten hatte und sie eben in diesem Kurs aktiv waren und dort auch Arbeiter erschossen haben. Auch zum Hitlerputsch, an dem Studenten aktiv beteiligt waren, wurde in den burschenschaftlichen Blättern geschrieben, das ist das Presseorgan der deutschen Burschenschaft, Zitat, bekennen mit Stolz, dass auch in diesen Verbänden sich Burschenschafter befinden, also auch am Hitlerputsch haben Verbindungen teilgenommen und sie waren sehr stolz darauf. Gerade die Münchner Studenten hatten eine sehr tragende Rolle beim Hitlerputsch. Zur NS-Orientierung oder Zusammenarbeit mit NS-Strukturen. Es gab Zusammenarbeiten von Verbindungen und NSDAP-Organisationen bereits seit den 20er Jahren. Immer unterschiedlich stark, gerade am Anfang eher schwächer als dann gegen Ende. Was das zentrale verbindende Element war, war eben dieser völkische Aspekt, dieser Antisemitismus, der diese Studenten sehr und diese Gruppierungen sehr stark verband. Und es so auch ziemlich leicht machte, die Kooperationen vom Nationalsozialismus zu überzeugen. So unterstützten die Verbindungen beispielsweise Anträge des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, dass Jüdinnen und Juden von Hochschulen ausgeschlossen werden sollten. Die burschenschaftlichen Blätter haben auch sich klar positioniert zum SA-Verbot, mit dem Bekenntnis, dass, Zitat, in der SA viele Burschenschafter in reiner Vaterlandsliebe gekämpft und für ihre Überzeugung Opfer gebracht hätten. Also auch hier ein klares Bekenntnis wieder zur NSDAP bzw. einer ihrer Kampfgruppen. Auch Fritz Feil, Bundesleiter der Burschenschaft Germania zu Tübingen, hat sich dazu geäußert, Zitat, obwohl die Kooperationsstudenten das beste Menschenmaterial für den SA-Dienst stellen und mit Begeisterung dabei sind, scheint man immer noch auf Misstrauen zu stoßen. Die Kritik vergaß die Leistungen der Studentenbataillonen von Langenmark und der Kompanien, die sich nach dem Krieg in den Freikorps hervortaten, vergaß ferner, dass Horst Wessel Chorstudent und Walter Flex ein Burschenschafter war, vergaß endlich auch die Ähnlichkeit zu dem heutigen Gedankengut. Also auch hier sehen wir dann bereits 1934, also nach dieser Zeit, die ich eigentlich beleuchte, dass die Burschenschaft auch und die Verbindungen sehr stark auch hervorheben wollten, was ihr Beitrag zum Nationalsozialismus war. Die deutsche Burschenschaft hat 1932 beschlossen, Zitat, die deutsche Burschenschaft bejaht den Nationalsozialismus als wesentlichen Teil der völkischen Freiheitsbewegung. Also auch hier ein klares Bekenntnis zum Nationalsozialismus und zur völkischen Bewegung. Die waren auch vorher schon Teil der völkischen Bewegung, waren im Hochschulring, aber jetzt eben auch klar hinter der NSDAP. Man hat allerdings auch beschlossen, dass man nicht mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund zusammenarbeitet. Das geschieht allerdings vor allem vor dem Hintergrund, da man den Alleinvertretungsanspruch gefährdet sah. Also man hatte schlicht und ergreifend Angst vor der Konkurrenz, dass der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund den Vertretungsanspruch der Studenten für sich beansprucht. 1934 bis 1936 lösen sich schließlich die meisten Studentenverbindungen auf. Die meisten davon lösen sich auch selbst auf und gehen dann in NS-Kameradschaften auf, also der Struktur, wie dann Studenten zu Zeiten des Nationalsozialismus organisiert waren. Hier sei gesagt, dass auch das unterschiedlich aufgenommen wurde innerhalb der Verbindungen. Es gab auch welche, denen das gar nicht gut gefallen hat, dass das passiert ist. Es gab aber auch welche, denen das sehr gut gefallen hat, die auch verbandsintern darüber geredet haben, also so über die Kameradschaftszeit geredet haben, dass sie darin, also in diesen NS-Strukturen, die Durchsetzung des burschenschaftlichen Prinzips erkennen würden. Auch der Kösener Seniorenkonvent, also innerhalb der Chor
Verbindungen, die am weitesten oben standen in der Hierarchie, erklärte 1933, Zitat, das deutsche Chorstudententum hat in einer einmütigen Kundgebung den Willen dargetan, sich ohne jeden Vorbehalt einzugliedern in die nationalsozialistische Bewegung. Also auch hier sehen wir eine Zustimmung auch zu dieser zu der Gleichschaltung, die man selbst tätigt, und eine Erklärung, dass man sich dort voll eingliedert. Das war ein sehr bedeutender Schritt, denn dieser Dachverband, der als der elitärste galt, war eigentlich die meiste Zeit über in großer Distanz zum Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Nicht aus Ablehnung des völkischen Nationalismus, nicht aus Ablehnung des Antisemitismus, sondern eher aus der Ablehnung des Personals, das der NSDAP stellte. Die waren aufgrund ihrer vielen adeligen Mitglieder dann doch lange erpicht darauf, dass der Führer auch jemand Adeliges sein sollte. Auch der Kartellverband erklärte 1933 zur Gleichschaltung in seiner Zeitung, Zitat, der CV bekennt sich zur nationalsozialistischen Revolution als dem großen geistigen Umbruch unserer Zeit. Der CV will und muss Träger und Künder der Idee des Dritten Reichs sein. Also auch hier sehen wir, das Bekenntnis zum Nationalsozialismus, auch die deutschen Landsmannschaften, Johannes Mainshausen, deren Führer, schrieb in der Zeitung 1933, Gleichschaltung der deutschen Landsmannschaft, das bedeutet Befreiung der landsmannschaftlichen Idee von dem Schutz, von dem Schutt des gestürzten liberalistisch-demokratischen Systems und sieghafte Wiederauferstehung der Landsmannschaft im Geiste der durch sie von jeher gepflegten Wehrhaftigkeit. Soldaten Adolf Hitlers wollen wir sein, sonst nichts. Also auch hier sehen wir dieses klare Bekenntnis zum Nationalsozialismus und zum Führer Adolf Hitler. Genau. So viel eigentlich zu den Verbindungen, vielleicht allgemein zum Antisemitismus noch gesagt. Innerhalb gewisser Verbindungen gab es bereits ab 1890 Aria-Paragraphen, also das war schon etwas, das sehr früh in manchen Verbindungen eine Rolle spielte. 1920, als sich die deutsche Burschenschaft auf den Rassestandpunkt stellte, war vor allem auch dieser große Schritt, dass man sich eben von einer antijüdischen Einstellung hin zu dem, was dann wirklich der moderne Antisemitismus wurde, veränderte. Also während man vorher noch der Ansicht war, man könne quasi Juden bekehren, stellte man sich dann 1920 auf diesen rassischen Standpunkt, in dem eine Assimilierung dann eben nicht mehr möglich ist. Genau, so viel zu dem, was ich noch sagen will. Nach dem Krieg wurden dann Verbindungen allgemein erstmal von den Alliierten als nationalsozialistische Organisationen verboten. Die wurden dann allerdings im Zuge des Kalten Kriegs nach und nach wieder erlaubt, also einzelne Elemente wurden wieder erlaubt, sodass dann de facto auch Verbindungen wieder erlaubt waren. Man konnte die Antikommunisten ganz gut gebrauchen und der Kalte Krieg war wichtiger. Dazu kommt auch, dass die tragenden Positionen der deutschen Gesellschaft ja auch Leute waren, die in Burschenschaften waren und die auch ein Interesse daran hatten, dass sie wieder erlaubt wurden, einfach aus der eigenen Erfahrung heraus. Genau, das ist aber nicht Thema. Deswegen gehe ich jetzt weiter zur nächsten Gruppe, dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Den unterteile ich in zwei Der wird allgemein in zwei Phasen unterteilt, einmal von 1926 bis 1928 und einmal dann ab 1928, 1926, also am 20. Februar 1926 wurde der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund gegründet und da die Gründungserklärung, die wurde im Völkischen Beobachter veröffentlicht, so aussagekräftig ist, möchte ich hier ein längeres Zitat zitieren. Dadurch kann man sich ganz gutes Bild von deren Einstellung machen. Zitat,
Alle Parteien von rechts und links beteiligen sich an der Hetze gegen uns. Warum? Die bürgerlichen Rechts- und Mittelparteien deshalb, weil sie wissen, dass wir ihr Aussaugungssystem des schaffenden Volkes bekämpfen und die wirtschaftlich berechtigten Forderungen der Arbeiter gegen sie unterstützen. Die marxistischen Linksparteien bekämpfen uns deshalb, weil wir die Arbeiterschaft sehend machen wollen gegenüber dem ungeheuren Betrug und Verrat, den der Marxismus an ihr verübt. Und doch kann eine wahre Volksgemeinschaft nur entstehen, wenn national und sozialistisch in unserem Volk als eines zusammenfließen. Also wir sehen hier bereits einige Elemente des pseudo-sozialrevolutionären Flügels um die Gebrüder Strasser, die sich eben als die Vertretung der Arbeiter und für die Arbeiter kämpfend verstanden, also im Sinne eines völkischen Gedanken, einer deutschen Arbeiterschaft, die auch nicht, also die am Ende eben deswegen pseudosozialrevolutionär nicht auf die Abschaffung von Klassen zielt, sondern die andere Klassenfeinde liefert. Ich will da auch jetzt gar nicht zu sehr ausufern, dazu kommen wir auch in kurzen Aspekten nochmal. Zurück zur Geschichte. Bereits nach der Gründung saßen sie in den ersten Asten, also sie haben sich sehr erfolgreich gegründet, wurden gewählt und stellten Asten zusammen mit anderen Gruppen. Sie hatten bereits 1926, also zur Gründung, 20 Hochschulgruppen, was bei dieser geringen Anzahl an Universitäten, die es zu dieser Zeit gab, sehr viel war. Die erste davon in München. Genau. Man war eben Teil des pseudosozialrevolutionären Flügels um die Gebrüder Strasser. Man lehnte die Lesart, die so in den Gruppen um den Münchner Parteiflügel vor allem vertreten war, Parteiführungsflügel vor allem vertreten war, dass der Klassenkampf eine jüdisch-marxistische Erfindung sei. Das lehnte man als reaktionär ab. Man versuchte, den Antisemitismus sozialökonomisch pseudowissenschaftlich zu begründen. Man sah in den Juden die höchste Form der kapitalistischen Ausbeuter der Arbeiter und wollte eben das spezifisch Deutsche gegen diese jüdische Ausbeutung verteidigen, zum Kampf aufrufen, wie auch immer. Oder anders formuliert, man forderte die Auflehnung des freien deutschen Studententums gegen die ohnmächtige Sklaverei der Hochschulen durch das jüdische Weltkapital. Und hier sehen wir auch ganz viele Elemente dieser speziellen Form oder dieser Form des Antisemitismus in der deutschen Studentenschaft, eben diese Auflehnung gegen das jüdische Weltkapital und diesen pseudosozialrevolutionären Aspekt darin. Man machte vor allem in der konkreten Politik Sozialpolitik. Die meisten Studenten waren ehemalige Frontsoldaten und Werkstudenten, die stark verarmt waren. In der Studentenschaft zu dieser Zeit hatten die meisten Studenten Krankheiten aufgrund von Mangel in Ernährung, weil sie sich teilweise nur eine Mahlzeit am Tag leisten konnten. Die soziale Not der Studenten zu dieser Zeit war sehr groß und der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Sozialpolitik zu machen, also sich vor allem für Wohnraum einzusetzen, für eine Studienfinanzierung, sich für die verarmten Studierenden einzusetzen. Sie haben sich auch selbst als Proletariat begriffen, obwohl sie streng genommen eher verarmtes, also durch den Ersten Weltkrieg verarmtes Bürgertum waren. Genau. Ihr Anspruch war es, den Bruch zwischen deutschen Akademikern und deutschen Arbeitern zu heilen. Also sie wollten eben diese Volksgemeinschaft und diesen Bruch heilen, um eben diese völkische Gemeinschaft zu haben und eben keine klassenlose Gesellschaft, deswegen pseudosozialrevolutionär, sondern eben einfach diesen Bruch heilen und sich schufen sich eben diesen Feind, das, was sie als jüdisches Weltkapital bezeichneten. Die Arbeiter haben da aber nicht mitgemacht. Die Arbeiter, also den meisten Arbeitern war ziemlich
klar in Erinnerung, wie sie noch einige Jahre zuvor von den Studenten niedergeschossen wurden. Und die haben das denen auch in dieser Zeit, die wir betrachten, nicht verziehen. Also obwohl der Studentenbund sehr stark in die Betriebe ging und versuchte, Arbeiter zu mobilisieren, gelang es ihnen in vielen Fällen nicht, weil die Arbeiter eben aus ihrer Erfahrung heraus mit Studenten auch gar kein Interesse daran hatten und das auch, also sich dagegen auch zur Wehr setzten zu dieser Zeit. Verbindungen zu den Verbindungen gab es zu dieser Zeit eher weniger, eben dadurch dem geschuldet, dass die Verbindungen ein sehr elitäres Selbstverständnis hatten und dieses pseudosozialrevolutionäre Verständnis des Studentenbundes war daran nicht ganz anschlussfähig. Also das ist ja ein sehr widerspruchsverhaftetes Verhältnis zueinander. Man wollte allerdings Anschluss finden in einzelnen Punkten. So hat man eben über diesen Punkt der Wehrhaftigkeit und des Antisemitismus versucht, Anschluss aneinander zu finden. Allerdings war das nicht von großem Erfolg geprägt. Der DSDB versuchte an das Urburschentum der Verbindungen zu appellieren und eben an so diesen revolutionären Charakter der Burschenschaften. Das gelang allerdings nicht wirklich bis 1928, also in dieser ersten Phase, in der Wilhelm Tempel der Führer des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes war und sie eben in diesem Flügel um die Gebrüderstraße sich selbst verorteten. 1928 änderte sich das dann. Es gab Konflikte mit der Partei aus zwei Gründen. Ein Grund ist der Streit um Führungsrollen. Also man war sich nicht darüber einig, wer jetzt wessen Führer ist. Ob quasi der Führer der Studentenschaft der oberste Führer auch der Hochschulgruppe ist oder ob die Hochschulgruppe dem Führer der lokalen NSDAP erstmal untergeordnet ist. Also das waren so Streitigkeiten, die davor herrschten. Das ist allerdings auch für uns gar nicht so relevant. Und der andere Streitpunkt war ein ideologischer, also eben man begann verstärkt diesen pseudosozialrevolutionären Flügel loswerden zu wollen, auch innerhalb des Studentenbundes. So organisierten sich dann Goebbels, der vorher auch sozialrevolutionär war, zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr, gemeinsam mit Schirach eine Übernahme, wenn man so möchte, des Studentenbundes. Also sie formierten Allianzen mit den Leuten, die hinter ihnen standen. Und so gelang es dann auch, den Studentenbund zu übernehmen. Und von Schirach wurde dann der nächste Führer des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes. Der organisierte das Ganze dann mehr auf Linie der Parteiführung. Man wurde dann auch wieder viel anschlussfähiger gegenüber den Verbindungen. Und auch dort funktionierte dann die Zusammenarbeit sehr viel besser als vorher. Nach der Übernahme des Studentenbundes durch Schirach wurde es dann auch zu einer Taktik, die deutsche Studentenschaft zu übernehmen. Das war vorher auch nicht, also vorher war man eben auf dieses Revolutionäre fokussiert, jetzt war man darauf fokussiert auch die Strukturen zu übernehmen und in den Strukturen Arbeit zu machen. Das gelang dann, wie ich bei der Deutschen Studentenschaft schon erzählt habe, ja auch 1931, also auch dort diese Taktik ging dann mehr oder weniger, also was heißt mehr oder weniger, diese Taktik ging dann auf. Ideologisch gab es dann kaum noch Unterschiede zu den Verbindungen, vor allem der Antisemitismus war auch hier wieder verbindendes Element dieser Gruppen. Auch Adolf Hitler selbst beobachtete diese Entwicklung an den Hochschulen sehr wohlwollend. 1930 sagte er, Zitat, nichts gibt mir mehr Glauben an die Richtigkeit unserer Idee als die Siege des Nationalsozialismus auf der Hochschule.
Und diese Aussage ist nicht nur Propaganda. Also innerhalb der deutschen, also innerhalb der Studentenschaft waren sie sehr erfolgreich. Und Hitler hatte sich lange davor gedrückt, Reden an Universitäten zu halten, aus einer Angst heraus, die auch ein bisschen aus seinem Stand heraus kam. Er hatte Angst vor diesen sehr hochgebildeten Menschen. Er wurde ja auch von der Universität abgelehnt. Also er hatte große Berührungsängste. Und eben auch die Angst, dass er abgelehnt werden würde, wenn er dort Reden hielte, dass es Leute gab, die ihm Widerworte geben, die ihn ausbuhen. Als er dann aber sah, dass die Hochschulen, zumindest die Studentenschaft, als das, was ich jetzt betrachte, sich hinter den Nationalsozialismus noch hinter ihn stellte, änderte sich das und er hielt auch vermehrt dann Reden an Universitäten. Genau. Das kann ich überspringen und genau, dann schließlich zum Ende, nach der sogenannten Machtübernahme, wurde dann auch der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund das Organ, das die Studenten vertrat. Das allerdings auch nicht für die ganze Zeit, denn auch dann ging es über in eine gemeinschaftliche Organisation für Studenten und Dozenten an Hochschulen, also auch da änderten sich dann die Strukturen. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund begann schon sehr früh mit Säuberungen an Hochschulen. Also sie gingen schon sehr früh gegen die Leute, die ihre Feinde waren oder die sie als undeutsch identifizierten, vor und schaffte es auch effektiv, sie von den Hochschulen zu vertreiben, auch bereits vor der sogenannten Machtergreifung. Von Schirach vielleicht zudem noch, was er dann noch so weitergetrieben hat, hat er dann die Hitlerjugend auch gegründet und war deren Vorsitzender. Er wurde in den Nürnberger Prozessen als einer der 24 Hauptkriegsverbrecher angeklagt, vor allem auch, weil er Gauleiter Wiens war und für die Deportation von 185.000 Jüdinnen ins KZ verantwortlich war. Er wurde in den Nürnberger Prozessen dann zu 20 Jahren Haft verurteilt, war danach frei, hat irgendwie weitergearbeitet, hat nochmal ein Buch geschrieben, in dem also so das Hauptnarrativ ist, wie er von Hitler verführt wurde. Also eine wirklich ekelhafte Lesart, also auch eine ekelhafte Selbstdarstellung, vor allem wenn man weiß, was er getan hat und was für eine tragende Rolle auch im Nationalsozialismus und in deren Verbreitung übernommen hat. Aber auch das ist nicht Thema dieses Vortrags. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Und damit gehen wir in die Beispiele und ich sehe, dass wir auch noch so 20 Minuten Zeit hätten. Dann gehe ich einfach direkt zum ersten Beispiel. Das wohl bekannteste, die Bücherverbrennungen. Diese wurden nicht von der NSDAP hauptsächlich organisiert, sondern diese wurden organisiert auf Initiative der deutschen Studentenschaft hin. Man wollte vor allem klar machen nach dieser sogenannten Machtergreifung, dass man die richtige Organisation war, um die Studenten zu vertreten, die Studenten im nationalsozialistischen Geiste zu erziehen und in die Studentenschaft zu wirken. Und das wollte man eben dadurch zur Schau stellen und hat so relativ schnell und sehr effektiv diese Bücherverbrennung nach der Machtübernahme organisiert. Das Ganze man würde es heute Kampagne nennen, also es hat einen ganzen Monat angedauert, begonnen hat es am 12. April 1933 mit dem Anschlag von Thesen. Anschlag von Thesen ist anscheinend etwas, was unter Antisemiten Tradition hat. Man hat eben einen Anschlag von Thesen veranstaltet, indem man in den aufgelistet war, was alles undeutschen Geistes war. Das hatte bereits zu internationaler Aufmerksamkeit geführt. So hat ein Abgeordneter des englischen
Parlaments zu den Thesen geäußert, dass er die Hoffnung hat, dass, Zitat, durch dieses neue Dokument deutscher Schande die Welt erkennen lernt, was es für sie bedeuten würde, an deutschen Wesen zu genesen. Also bereits hier wurde auch klar, was die Intention war der Politik, die da gemacht wurde. Und das hat eben auch international schon für Aufsehen gesorgt. Während dieser 4 Wochen wurden alle Propagandamittel gezogen. Es wurden gezielt Zeitungen angeschrieben, wann welcher Artikel über den sogenannten, also das, was sie den undeutschen Geist nannten, welchen sie wann zu veröffentlichen haben. Es wurde ein genaues Vorgehen an die einzelnen Studierendenvertretungen herausgegeben, wann sie was zu tun hatten, also wann sie welche Bücher von wo einsammeln sollten. Es wurden nicht nur die Universitätsbibliotheken geplündert, sondern eben auch Buchhandlungen, öffentliche Bibliotheken etc. Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt nicht eingegriffen. Sie hatte keinen klaren Befehl, das zu unterstützen. Sie hat allerdings trotzdem nicht eingegriffen und in vielen Orten oder an einigen Orten das auch unterstützt, dabei geholfen. Es wurde dann in einer großen Veranstaltung am 10. Mai wurden schließlich die gesammelten Bücher auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt. Und zu dieser Veranstaltung wurden dann eben auch die Thesen wieder den undeutschen Geist vorgelesen. Ziel dieser Veranstaltung war es, nach eigener Aussage der deutschen Studentenschaft, ein Beispiel zu geben, an dem zu lernen ist, Zitat, im allgemeinen Geistesgut, welches deinem Volk zugänglich ist, zu werten und zu entscheiden, was dem deutschen Volk widerspricht und daraufhin eben dann auch entfernt werden muss. Also diese Veranstaltung, diese Bücherverbrennungen waren tatsächlich ein Vorspiel auf das, was kommen sollte. Die Bevölkerung sollte anhand eines praktischen Beispiels lernen, anhand welcher Kriterien man Deutsch von Undeutsch unterscheidet und dass dieses Undeutsche dann ausgemerzt werden muss, eben dann wie auch hier konkret verbrannt wird. Also auch hier wurde schon, also auch hier dieser Erziehungsaspekt und auch dieser Aspekt, der ganz klar wird hier schon, was noch kommen wird. Also das ebenso also dass diese Vernichtung kommen wird und dass eben hier auch versucht wurde, von den Studenten hin zu dieser Vernichtung zu erziehen. Ich belasse es dabei in aller Kürze. Man kann das auch nochmal sehr viel ausführlicher machen. In jeder Stadt lief das auch anders ab. In manchen Städten beteiligte sich auch die Hitlerjugend. Normalerweise, wenn ich diesen Vortrag halte in Präsenz, erzähle ich dann auch immer noch sehr konkret, wie das in der Stadt aussah, in der ich gerade bin. Das macht jetzt aber hier im Online-Vortrag wohl wenig Sinn, auf eine einzelne Stadt einzugehen. Deswegen jetzt hier lasse ich es dabei in aller Kürze. Mit Blick auf die Zeit, da ich zwischen 50 und 70 Minuten machen wollte, will ich jetzt noch ein Beispiel durchgehen. Und zwar, welche Auswirkungen das auf konkrete Wissen, auf einen konkreten Wissenschaftler hatte. Ich habe hier 2 Beispiele. Einmal Emil Julius Gumbel, über den werde ich jetzt hier nicht lesen. Dazu gibt es auch einen sehr guten Artikel in der BDWI-Zeitung Wissenschaft von Rechts 1, den ich sehr empfehlen kann. Das werde ich allerdings jetzt hier nicht machen, sondern ich werde auf das Beispiel zu Theodor Lessing eingehen, über das ich in Wissenschaft von Rechts 2 auch ein wenig geschrieben habe. Hier also ein Beispiel für den völkischen studentischen Aktivismus zu Zeiten der Weimarer Republik, also jetzt nicht nach Machtergreifung wie gerade bei der Bücherverbrennung, sondern tatsächlich noch in der Zeit der Weimarer Republik, den sogenannten Lessing-Skandal. Der Name ist an dieser Stelle wohl etwas unpassend, denn der Skandal war nicht das Verhalten Lessings, sondern das Verhalten der Studenten aus heutiger Perspektive. Theodor Lessing
war Privatdozent für Philosophie an der Technischen Hochschule in Hannover. Er hat in seinen Werken vor allem die Rückständigkeit des deutschen Justizvollzugs thematisiert und auch die Inkompetenz gerichtlicher Gutachter, hier vor allem im Hamann-Prozess. Darauf gehe ich jetzt auch nicht genauer ein, wer will, kann das nachlesen. Er hat sich eingesetzt für, also es wurde in der Literatur, die ich gelesen habe, zusammengefasst als für Frauenemanzipation, Völkerverständigung und Reformen des Unterrichts zugunsten des Proletariats. Also, wie ich das vielleicht eher nennen würde, er war eher internationalistisch geprägt, hatte auch antisexistische Teile in seiner Arbeit und auch eben einen ganz diesen ganz klaren Aspekt, dass er sich für die Bildung des Proletariats auch einsetzte. Er beschrieb zudem den Ersten Weltkrieg als Barbarei des Zeitalters. Er hat auch gegen das elitäre Selbstverständnis der Studenten polemisiert, in dem Sinne, dass diese Studenten eben den Problemen der Arbeiter völlig fremd gegenüberstehen würden. Und diese ganzen Aspekte, wenn man die Studentenschaft zu dieser Zeit betrachtet, so wie wir sie jetzt innerhalb dieses Vortrags kennengelernt haben, sorgten innerhalb der Studentenschaft für eine große Ablehnung. Der Tropfen, der das Fass sozusagen zum Überlaufen gebracht hatte, war, als Lessing sich zu der Kandidatur Hindenburgs als Reichspräsident äußerte. Und zwar sagte er dazu, dass Hindenburg nichts weiter sei als eine Statue und man müsse vor den Folgen der Betrauung eines politisch ahnungslosen Generals mit dem höchsten Amt der Republik warnen. Also eine aus heutiger Perspektive wohl durchaus berechtigte und sachliche Kritik. Der General war wohl nicht der geeignetste als Politiker, aber das auch, also das will ich jetzt gar nicht größer thematisieren, aber auf jeden Fall diese Polemik gerade unter diesen Studenten, die sehr auf ihren Standesdünkel und auf ihr elitäres Selbstverständnis und auch auf ihre Wehrhaftigkeit stolz waren, war das ein Affront und das sorgte dafür, dass es eine große Gegenkampagne gegen Lessing von Seiten der Studentenschaft gab. Die Hannoveraner Studenten bildeten daraufhin einen Kampfausschuss, der die Aufgabe hatte, also der die Forderung aufstellte, dass Lessing die Lehrbefähigung entzogen wird. Man bezeichnete Lessing als destruktiv und zersetzend. Daraufhin zogen im Zuge der Kampagne 200 Studenten in die Vorlesung von Lessing, störten diese Vorlesung sehr lautstark, womit die Vorlesung unmöglich wurde. Lessing musste daraufhin Polizeischutz beantragen und gegen die Studenten, die die Veranstaltungen gestört hatten, wurde Ermittlungen eingeleitet. Die Kampagne ging weiter. Schließlich verließen 1200 Studenten von insgesamt 1500, also wirklich fast alle, aus Protest die Hochschule in Hannover, zogen demonstrativ nach Braunschweig an die Technische Hochschule, wo sie bereits unter Applaus empfangen wurden. Es gab dann zahlreiche Solidaritätskundgebungen mit den Studenten, welche den nationalen Charakter der Universitäten verteidigen würden und sich eben gegen diesen undeutschen Geist aussprechen würden. Also auch hier 1926 zeigt sich dieses starke völkisch-nationalistische Wesen der deutschen Studenten und auch ihre Bereitschaft in ihrem Aktivismus zu dieser Zeit, die Hochschulen eigenmächtig zu säubern. Vor allem zeigt es auch, dass sie damit Erfolg hatten, denn sowohl Presse als auch Landtag, als auch Bürgerversammlungen und die Studenten anderer Hochschulen und auch andere Wissenschaftler stellten sich an die Seite der Hannoveraner Studenten. Das führte schließlich dazu, dass Lessing durch einen Forschungsauftrag vom Ministerium aus der Hochschule hinauskomplimentiert wurde.
Also die Forderung, dass er nicht mehr lehrt, wurde quasi erfolgreich umgesetzt. Diese Kampagne hatte für Lessing noch sehr viel weitreichendere Folgen. Er musste dann später in die Tschechoslowakei fliehen vor den Nazis. Dort wurde er von der SS aufgespürt und ermordet. Er war damit auch einer der ersten ganz prominenten Opfer des Nationalsozialismus. Also auch hier hatte das weitreichende Folgen und Lessing starb schließlich wurde durch die Nationalsozialisten ermordet. Und damit sehe ich, dass ich in der Zeit ganz gut voran bin und zum Ende kommen kann. Dann haben wir auch zwei Beispiele geschafft von den vier Beispielen. Das hier ist noch die Folie mit meinen Literaturnachweisen. Genau, damit bin ich am Ende. Ja, vielen Dank für diesen wunderschönen Vortrag. Ja, ich würde jetzt nochmal, ich meine, es sind auch nicht so viele Leute im Zoom, aber ich würde nochmal an die Leute im Zoom hier die Frage stellen, ob es okay ist, wenn wir auch die Diskussionen weiterhin streamen. Okay, wenn ihr nichts anderes dazu sagt, dann gehe ich davon aus, dass das Ja bedeutet. Ja, und würde jetzt natürlich irgendwie den Raum dafür eröffnen, dass wir das, also erstmal überhaupt noch vielleicht nochmal Rückfragen an Tobi stellen könnt und dass wir dann vielleicht auch irgendwie ins Gespräch kommen können. Die Leute, die auf Facebook zuschauen, können natürlich auch gerne dort in die Kommentare einfach schreiben. Genau. Gibt es erstmal Verständnisfragen? Ich muss immer zwischendrin auch mal in Facebook checken. Okay, dann ich natürlich Fragen aufgestellt, um die Diskussion so ein bisschen anzuleiern. Also, was ich mich so gefragt habe, während des Vortrags auch, wir wollen ja so ein bisschen, also die Idee hinter dem, wir schauen uns irgendwie Studienschaften damals an und generell, was macht denn eigentlich so die Mitte der Gesellschaft? Was hat die für ein Verhältnis zum Faschismus gehabt? Um ja auch irgendwie so ein bisschen daraus zu lernen für die Situation heute, ne, wo ja oft irgendwie aus der sogenannten Mitte Aussagen kommen von wegen, ja, links, rechts, alles gleich schlimm und so weiter und ach ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, strukturellen Rassismus oder so, lass das mal lieber nicht irgendwie angehen und ne, man so einen Eindruck gewinnt, dass irgendwie, ja, da das einem konsequenten Antifaschismus entgegensteht. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, bringt es überhaupt so besonders viel, diese Studentenschaft damals mit der heute zu vergleichen und quasi dem Potenzial für faschistische Einstellungen? Also ich meine, es gibt ja auch ganz offensichtliche Unterschiede, ne? Es gab viel, viel weniger StudentInnen, es gab viel, viel weniger Hochschulen überhaupt. Und diese Studentenschaften damals waren ja auch völlig anders aufgebaut. Also die Leute waren ja noch viel weniger als heute irgendwie aus unteren, also unteren Anführungszeichen natürlich, aber ne, aus irgendwie finanziell schwächeren Bevölkerungsschichten. Genau, also das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, kann man das überhaupt vergleichen, wenn wir von Studentenschaften damals reden? Also die kurze Antwort ist nein, die lange Antwort ist aber. Ich würde sagen, man kann das nicht so eins zu eins vergleichen. Es gab viel weniger Studenten zu der Zeit. Also Moment, ich muss kurz das Video verschieben, damit ich meine Notizen lesen kann. 1919 reden wir von 61
von so knapp 65.000 Studentinnen und Studenten, also 61.000 Studenten, 3.000 Studentinnen. 1933 reden wir dann von so 115.000 Studenten, 17.000 Studentinnen. Die Zahl ist, wie man sieht, rasant gewachsen, aber nichtsdestotrotz war das wirklich eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe, was ja ganz etwas ganz anderes ist, als wir das heute haben. Heute studieren ja zum Glück viel mehr Menschen und damit haben auch viel mehr Menschen Zugang zu Bildung. Die soziale Situation war eine andere. Also gerade nach dem Ersten Weltkrieg waren viele Studenten sehr viel ärmer. Also ich habe soziale Situation gesagt, aber ökonomische Situation gemeint. Genau, die ökonomische Situation war eine andere. Das waren eben gerade nach dem Ersten Weltkrieg sehr viele Studenten sehr viel ärmer. Hatten eben auch diese Krankheiten aufgrund von Folgen von Hunger und massivem Untergewicht. Gleichzeitig waren aber, jetzt komme ich wirklich auch auf den sozialen Aspekt, kamen sie eben auch aus unterschiedlichen Schichten. Also wir sehen, dass eben sehr viel Bürgertum und auch sehr viel Adel studiert hat. Zudem kamen sie auch aus einer ganz anderen ideologischen Richtung. Also die Leute, die studiert haben, waren eben fürs Kaiserreich in den Krieg gezogen, begeistert und haben sich dessen auch nicht verwehrt. Also diese Einstellung blieb ja auch die ganze Zeit über. Sie hat sich nur gewandelt, nachdem man dann nach einigen Jahren sah, dass der Adel sich nicht sonderlich gut darin anstellt, die Macht wieder zu übernehmen. Also am Anfang hatte man eben Hoffnung, dass der Adel wieder die Macht übernimmt und die Demokratie zu Fall bringt. Und dass das halt nicht erfolgreich war, sind sie dann irgendwann dazu übergegangen, der NSDAP, in der NSDAP die Chance zu sehen, dass eben das demokratische System für ihr System gestürzt wird. Also auch dieser ideologische Hintergrund, wo die herkamen, ist ein anderer als der, den die Studis, die heute studieren haben, ist. Also hier ein ganz klares Nein, das lässt sich nicht vergleichen. Jetzt kommen wir zum Aber. Und zwar ist das, was man lernen kann. Hochschulen sind ein sehr relevanter Bereich für eine Gesellschaft, vor allem, weil sich eben dort auch die Elite ausbildet, ob wir das jetzt wollen oder nicht, es ist de facto so. Und gerade da sehen wir in der Weimarer Republikszeit, was passiert, wenn an Hochschulen solche Ideologien Überhand gewinnen. Denn wie wir von Chirac gesehen haben, der Hauptkriegsverbrecher wurde und der Student war in der Weimarer Republikszeit. Aber wie wir auch an anderen Leuten sehen, die eben dann groß in der SS wurden, dort Führungsrollen übernahmen, sieht man, was für ein wichtiger Aspekt für die diese Zeit innerhalb der Studentenschaft spielte. Dazu kommt auch, dass ja auch die von Leuten unterrichtet wurden. Also auch die waren ja Schüler von gewissen Positionen, die auch heute noch Einfluss haben, also von Theoretikern, die auch heute noch Einfluss haben. Also das waren Schüler von beispielsweise Carl Schmitt, der auch heute an manchen Orten in der Politikwissenschaft noch diskutiert wird. Das waren Schüler von Martin Heidegger, der auch heute noch in manchen Fachbereichen diskutiert wird. Und auch hier, also auch darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, normalerweise gehe ich darauf ein, wenn ich mehr Zeit habe, diese Forderung nach einer deutschen Wissenschaft, die es dort gab, also auch nach so einem, also man unterschied zwischen einer aufklärerisch-jüdischen Wissenschaft und einer deutschen Wissenschaft, die eine andere Wissenschaft ist. Heute würde man vielleicht dazu sagen, dass es Esoterik ist, verkürzt gesagt. Aber eben halt so eine andere Wissenschaft, wo man sagte, die kommt aus dem deutschen Volk heraus, organisch und entsteht daraus. Und das hat sich ja dann auch langsam durchgesetzt und so kamen dann auch Rassellehrstühle. Also da würde ich sagen, dass man schon Lehren auch für die heutige Zeit treffen kann und muss, eben dass Hochschulen, auch wenn Hochschulen heute etwas qualitativ anderes sind als damals, aber dass eben
vielleicht auch Bildung und diese Art von Bildung etwas ist, was umkämpft ist und was auf keinen Fall, also und was auch übernommen werden kann, wo sich auch Sachen, die aus heutiger Perspektive vollkommen unwissenschaftlich sind und das ja auch de facto sind, sich durchsetzen können als eine wissenschaftliche Linie und dass deren Schüler dann eben auch Personal werden von einer anderen, späteren Gesellschaft, die noch schlimmer ist. Das sind, denke ich, so Lehren, die ich hinter dieses Aber setzen würde, wo man dann doch auch sagen kann, dass man daraus vielleicht die Lektion zieht, Wissenschaft und Hochschulen sind umkämpft, auch nur weil man Zugang zu höherer Bildung hat, ist man nicht automatisch humanistischer, aufgeklärter, ein besserer Mensch, wie auch immer. Also dass dieser Automatismus, von dem leider viele ausgehen, dass es diesen de facto nicht gibt, weil wir eben Gegenbeispiele dazu haben, das ist, denke ich, so eine Lehre. Ja, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt eine Frage auf Facebook bekommen, und zwar völlig andere Richtung. Aber vielleicht kannst du dazu auch eine Einschätzung geben. Und zwar, ich vermute auch mit Bezug auf den Vortragstitel, NS oder Faschismus, wie sollte man das Dritte Reich und seine Ideologie bezeichnen, auch im Lichte deiner Erkenntnisse? Sehr gute Frage. Vor allem, weil sie so schwer zu beantworten ist. Ich würde es Nationalsozialismus nennen. Ich habe jetzt für den Vortrag, glaube ich, auch meistens von Nationalsozialismus gesprochen, wo ich ihn gemeint habe. Ich kann jetzt hier nicht aus dem Stegreif heraus eine große faschismustheoretische Analyse leisten. Ich kann hier Matthias Wörsching empfehlen als einen Referenten, oder er hat auch ein Buch geschrieben zu Faschismustheorien, wo sich sehr ausführlich eben auch beschäftigt wird mit Unterschieden von Faschismus und Nationalsozialismus zum Beispiel auch. Also das würde ich raten, so allgemein für die Debatte. Ich würde allerdings sagen, dass manche Elemente durchaus faschistisch, wenn man Faschismus in einem sehr engen Rahmen betrachtet und eben diese Trennschärfe zwischen Nationalsozialismus oder diese Trennung zwischen Nationalsozialismus und Faschismus ziehen möchte. In den Bereichen, über die ich geredet habe, kann man auch auf jeden Fall, wenn man so Faschismus fasst, faschistische Elemente entdecken. Beispielsweise gerade auch in diesen Freikorps. Also genau diese Kampfbünde, in denen die Studenten sehr aktiv waren, waren ja den ursprünglichen Faschisten, also den Kampfbünden in Italien, dann doch sehr, sehr ähnlich. Also da würde ich sagen, kann man schon unter jeder Definition von Faschismus davon sprechen. Unter den anderen würde ich sagen, es kommt auf die Faschismusdefinition an. Ich sage Nationalsozialismus schlicht und ergreifend, weil ich denke, dass das dann auch ganz konkret eben über Nationalsozialismus, also über diese deutsche Ideologie, über das, wie es in Deutschland organisiert wurde und umgesetzt wurde, dass das in diesem Wort mit drin steckt und das so kommuniziert wird. Ich hab jetzt allerdings keine ausführliche Analyse gemacht zu dem Thema. Also das sind jetzt meine spontanen Einschätzungen und das ist auch der Grund, warum ich von Nationalsozialismus eigentlich spreche. Im Titel Faschistische Avantgarde, eben auch aufgrund dieses Studentenkurs, gab es eben auch welche, die unter jeder strengen Definition unter Faschismus fallen. Aber auch in der Avantgarde kommt ja auf einen, also auch Avantgarde ist ja so eine Definitionsfrage, auch hier kann man darüber streiten, ob man das überhaupt als Avantgarde bezeichnen könnte, auch hier würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Es ist ja auch ein Fragezeichen hinter dem Titel und ich würde sagen, zusammenfassend, für Faschismus und Nationalsozialismus spielte die deutsche Studentenschaft eine Vorreiterrolle, war Wegbereiter dessen, ob genau unter diesen Begrifflichkeiten zusammenfasst. Ich würde eher dazu tendieren, Nein zu sagen. Aber wie gesagt, das ist
Ja, auch eine Frage, in welche Faschismustheorie man da genauer reingeht. Okay. So, ich gucke nochmal auf Facebook. Ich glaube, gerade gibt es da keine Fragen mehr. Ich habe aber noch eine. Beziehungsweise vielleicht hat auch jemand hier im Zoom eine. Dann gerne jederzeit. Ich wollte nochmal darauf eingehen, auf die Gleichschaltung der Verbindungen. Viele Verbindungen behaupten ja gerne, sie wären quasi zwangsgleichgeschaltet geworden, ne? Um auch so ein bisschen jetzt in der Rückschau irgendwie Distanz zum NS-Regime aufzubauen. Jetzt ist es natürlich eine Sache, dass quasi das sowieso oft unglaubwürdig ist, ne? Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das gar nicht zwangs war, sondern da vielleicht irgendwann mal jemand meinte, naja, aber eigentlich wollen wir irgendwie unsere Farben und dies, das behalten. Und 2 Wochen später haben sie sich dann irgendwie freudig dem nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund angeschlossen. Aber was du ja noch irgendwie aufgebracht hast, ist nochmal so ein ganz anderer Aspekt, warum das vielleicht unglaubwürdig ist, nämlich, dass die gar nicht unbedingt sich irgendwie nicht gleichschalten lassen wollten, weil die Ideologie nicht geteilt haben, sondern aus so einer elitistischen Perspektive, weil die gedacht haben, naja, das ist halt irgendwie hier der NS-Pöbel. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Vielleicht kannst du dazu einfach gleich auch noch was sagen, ob das eine richtige Wahrnehmung ist. Und wir sind quasi der burschenschaftliche oder der Choradel sozusagen, also quite literally bei vielen, ja. Also muss man vielleicht da nochmal noch genauer hinschauen, wenn Leute sagen, ja, aber wir, unsere Burschenschaft, unsere Verbindung hat ja sich dagegen gewehrt. Wenn sie in Wahrheit, selbst wenn sie sich gewehrt haben, vielleicht gar nicht gewehrt haben, weil sie gegen den NS waren, sondern einfach, weil sie ja die gleichen Ideologien vertreten haben, aber da gerne irgendwie einen König davor gehabt hätten oder einen Kaiser und nicht den Führer. Ja. Also ja, man muss da genau hinschauen. Ja, ich erkläre es auch nochmal kurz. Die kurze Antwort ist eigentlich, ja, man muss da genau hinschauen. Es gab Verbindungen, die sich tatsächlich gewehrt haben. Es gab auch Verbindungen, die sich selbst irgendwie einer liberalen Idee verschrieben haben, die das nicht gut fanden, was da passierte. Die tatsächlich auch zwangsgleichgeschalten wurden. Es gibt auch einen Streit darüber, ob inwieweit diese freiwillige Selbstgleichschaltung wirklich freiwillig war. In der Literatur, die ich gelesen habe, hieß es, die meisten haben sich selbst gleichgeschalten, also freiwillig eingegliedert. Tatsächlich gab es ja allerdings auch den Aufruf dazu, dass sie es machen müssen. Also auch hier kann man darüber streiten. Tatsächlich, und die Zitate, die ich genannt habe, haben das ja, glaube ich, ganz eindrücklich bewiesen, standen die meisten Dachverbände da dahinter und fanden das gut und formulierten das auch öffentlich. Und diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben, also die wirklich auch ideologisch was dagegen zu setzen hatten, das waren Einzelfälle, das war eine Minderheit. Es kam allerdings tatsächlich viel auch zu so Widerständen gegen halt die Nationalsozialisten. Also es gibt Burschenschaften, die damit prahlen. Also ich habe jetzt aus dem Kopf ein Beispiel parat, wo eine Burschenschaft lokale NSDAPler verprügelt hat und sich also ja zum Nachhinein das auch groß auf die Fahne schreibt, dass sie diese NSDAPler verprügelt hätten und deswegen quasi widerständisch gegen den Nationalsozialismus gewesen wären. Schaut man dann genauer hin, was sie gesagt haben und was ihre Überzeugung war, war das vor allem daraus, dass sie Adolf Hitler beleidigten als jemanden, der eben aus so einem niedrigen Stand kam und sich einbildet, er könnte aus diesem Stand heraus Führer zu sein. Also keineswegs eine Ablehnung von dem völkischen Nationalismus, von der Idee, wie sie auch dann im Nationalsozialismus vielleicht so umgesetzt wurde, sondern schlicht und ergreifend
eben das, was du auch gesagt hattest, dass man in der Personalie Adolf Hitler den falschen Führer quasi sah. Und die sich aber das im Nachhinein halt auf die Fahne schreiben als Widerstand gegen den Nationalsozialismus, obwohl ich das so nicht sagen würde, weil sie ja ideologisch trotzdem das auch mit vorbereitet haben und vertreten haben. Dann haben wir jetzt noch eine Frage hier. Ja, genau. Erstmal danke für den Vortrag. Sehr interessant. Ich habe eine Frage auch direkt dazu. Und zwar, siehst du Parallelen zwischen den damaligen Studierenden, die eben das Gedankengut toll fanden und weiterverbreitet haben, und zum Beispiel jetzt der identitären Bewegung? Also haben damals die Leute, weil du ja meintest, dass sie sich ja schon, also dass sie Hitler als Führer nicht akzeptiert haben, weil sie lieber eine andere Person oder eine andere Stellung gehabt hätten, irgendwie abgegrenzt haben in ihrem Vokabular oder dasselbe benutzt haben. Kommt darauf an, wie man betrachtet. Also ich würde sagen, dass gerade die identitäre Bewegung große Überschneidungen hatte. Also deren Vordenker, also die Vordenker deren, die sich selbst als neue Rechte bezeichnen, das ist eigentlich eine sehr alte Rechte, also diese Leute um die konservative Revolution herum, diese Vordenker waren auch die, die mit den größten Einfluss auf die Studenten dieser Zeit hatten. Also um Namen zu nennen, Möller-Vandenbroek, Martin Spahn, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Hans Freier, Karl Schmidt. Das sind ja die ganzen Leute, die identitäre Bewegung heute liest. Und die Organisationen um die identitäre Bewegung herum auch verlegt und herausgibt und zum Lesen empfiehlt. Das waren auch die Leute, die diese Studenten, die wir jetzt betrachtet haben, gebildet haben oder bei denen sich die ihre politischen Ideen auch geholt haben, auch Martin Heidegger, den ich jetzt vergessen habe, bei dem ich gar nicht weiß, was für eine große Rolle der in den neuen Rechten spielt, aber genau, der halt auch damals eine große Rolle war. Und die eben auch diese Vordenker dann dessen waren, was die Studenten dann dazu brachte, beispielsweise auch am Kapp-Putsch teilzunehmen, der ja ganz im Sinne dieser Ideen auch stand. Also ich würde sagen, dass es da schon Überschneidungen gibt, die ich sehe. Es ist halt heute zum Glück der identitären Bewegung nicht gelungen, an Hochschulen so groß Fuß zu fassen. Also zum Glück haben wir keine Studenten, die jetzt einen Kapp-Putsch planen. Aber in der identitären Bewegung sind ja auch Burschenschafter aktiv, also auch die deutsche Burschenschaft, die es heute gibt, viel kleiner als damals, aber die dem Gedankengut von damals nicht so fern ist, sondern das ja auch vertritt in einigen Punkten. Auch die sind ja sehr nah an der identitären Bewegung mit Personalüberschneidungen etc. Also auch das gibt es heute noch. Auch da gibt es diese Überschneidungen noch. Vielen Dank auch auf jeden Fall dafür. Ja, ich schaue auf die Zeit, wir sind schon bei fast 1,5 Stunden. Und ich, ja, weiß nicht, ob jetzt akut noch jemand eine Frage hat. Ansonsten dachte ich mir vielleicht zum Abschluss noch so ein kleiner, ja, nicht Ausblick, aber über die Zeit, die wir bisher besprochen haben, hinaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja ne, also viele Studentenverbindungen aufgelöst worden, zeitweise zumindest. Später haben sie sich, da, es gab ja auch den Tübinger Beschluss 1949, wo man gesagt hat, also wo die Westdeutsche Rektorenkonferenz gesagt hat, wir lehnen Studentenverbindungen ab. Das hat sich dann ja auch sehr schnell wieder überholt und man hat sozusagen das dann irgendwie, ja, beinahe schon vergessen, jemals gesagt zu haben. Ja, und genau, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zum Abschluss darüber sagen, wie sozusagen dieser völkische Klüngel
nach dem Krieg wieder Fuß fassen konnte an den Hochschulen, ganz abgesehen von der auch ansonsten ja sehr spärlichen Entnazifizierung der Hochschulen. Also wie konnten sich diese Verbindungen wieder etablieren? Auch vielleicht mit Hinblick darauf, ob und wie sehr die alten Herren, die damals, also vor und während des Kriegs irgendwie mehr oder weniger glühende Nationalsozialisten waren, ob die sich wieder in die Burschenschaften und anderen Verbindungen eingebracht haben. Genau, also ja, um es kurz zu machen, vielleicht wie viel Kontinuität gab es sozusagen? Das ist eine schwere Frage, vor allem, weil es nicht mein Hauptthema war. Aber also, aus dem Einblick heraus, den ich hatte, würde ich sagen, dass das schon eine große Kontinuität gab. Also vor allem, dass sie wieder erlaubt wurden, war ja dem geschuldet, dass das politische, wirtschaftliche Personal der neuen Bundesrepublik, dass das alles Leute waren, die Verbindungsmitglieder waren. Also man ist das ja auf Lebenszeit, das ist ja so ein Lebensbund. Also die waren ja auch alle alte Herren. Die haben sich auch gegenseitig dann in Vorstandsämter gehievt und so. Also diese Strukturen funktionierten danach noch sehr effektiv. Und auch im, also gerade auch im juristischen Bereich weiterhin. Also auch Richter zum Beispiel waren ja waren in Verbindungen und so wusste man, also man wusste zu dem Zeitpunkt sehr gut, zumindest unter den meisten, es gibt auch hier große Ausnahmen, aber unter den meisten wusste man, dass es gerade nicht so gern gesehen ist, wenn man das so vor sich herträgt und heraushängen lässt. Man hing aber dem schon noch an, also man war da Mitglied, man war da auch mehr oder weniger aktiv und hat die Leute, die halt irgendwie zu Zeiten des NS oder der Weimarer Republik dann ihre Füchse waren, die hat man dann da weiter mitgeholt und weiter gefördert wirtschaftlich. Also diese Verbindungen gab es. Und da überrascht es dann auch nicht, dass sich diese Leute, die auch die Elite der jungen Bundesrepublik waren, nicht so dagegen wehrten, also oder das auch wollten, dass eben Verbindungen wieder erlaubt werden. Und die Alliierten, denen waren halt dann ab einem, also die westlichen Alliierten, denen war halt ab einem gewissen Zeitpunkt der Kalte Krieg wichtiger und denen war wichtiger, Antikommunisten an der Seite zu haben für den Kalten Krieg. Und somit wurden dann diese Verbote auch zugelassen, die Aufhebung der Verbote zugelassen. Also das lief ja nicht so ab, das konkrete Gruppen irgendwie verboten waren, sondern es waren Eigenschaften verboten, die ganz typisch für Verbindungen sind. Also Farbe tragen war verboten, die Mensur, also sich das, also ja, um es kurz zu sagen, maskieren und sich blutig schlagen war verboten. Diese Verbote wurden dann nach und nach wieder aufgehoben und so konnten sich dann wieder Verbindungen bilden. Und ich würde jetzt da keinen eindeutig schuldigen, weil das einfach nicht möglich ist, in der Gesellschaft jemanden eindeutig Schuldigen zu benennen, auch bei sowas nicht. Und es waren viele Aspekte, die halt da ineinander griffen und die dann dazu führten, dass sie wieder erlaubt wurden. Und auch wenn die meisten, also wenn, ich bin ein sehr großer Kritiker vom Verbindungswesen, also gerade auch eben dieses Männerbündische, das Lebensbundprinzip, alles das ist, denke ich, unvereinbar mit jeder Art von Aufklärung, Demokratie etc. seinem Wesen nach, aber von dem, was sie als Einstellung formulieren, sind ja jetzt auch heutzutage nicht mehr alle stramme Nationalsozialisten oder stramme Faschisten. Also es gibt ja auch SPDler, die in Verbindungen sind, die dann auch in Verbindungen sind, die sich zur Demokratie bekennen und die sich zu liberalen Gedanken bekennen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ihre Strukturen damit nicht vereinbar sind, aber also und dass es diesen Widerspruch gibt und bin deshalb auch kein Freund von Verbindungen. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ich habe jetzt schon wieder die Frage vergessen, wenn ich dann geredet habe. Tut mir leid, falls ich die Frage nicht beantwortet habe, kannst du es gerne sagen. Nicht überrumpeln. Ich glaube, das hat die Frage ganz
zumindest irgendwie grob umrissen. Und für alles Weitere bräuchte man dann, glaube ich, aber auch einfach noch. Ah ja, Kontinuitäten. Ja, mir fällt noch was ein. Also natürlich gibt es ja auch, also natürlich, also nicht nur diese Kontinuitäten direkt nach dem Krieg und nachdem es wieder erlaubt wurde, die es ja überall in allen Schichten der Bundesrepublik gab, sondern eben wie man in dem Rest der deutschen Burschenschaft, den es jetzt noch gibt, sieht, tragen die diese Kontinuität bis heute fort. Also die gibt es, diese Kontinuität. Das würde ich auch ganz klar so sagen. Genau. Ja, dann denke ich, sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich und würde nochmal, ich glaube, es gucken jetzt gerade nicht mehr so viele Leute auf Facebook zu, aber für die Leute, die noch da sind, würde ich noch einen ganz kurzen Werbeblock einschieben. Und zwar, gerade haben wir schon über Antikommunismus gesprochen. Im Rahmen der Never Again Aktionstage wird am Dienstag vom Studierendenrat Tübingen organisiert, auch ein Online-Vortrag über Antikommunismus und dessen Kontinuität sozusagen in der Bundesrepublik veranstaltet, zusammen mit der VVN BDA Tübingen. Genau, also wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, wie das sozusagen weitergegangen ist, warum vielleicht Entnazifizierung nicht so gut funktioniert hat, und welche Dinge nach dem Krieg plötzlich wichtiger waren, dann schaut da mal rein. Ihr findet das gesamte Programm auf never-again.blog. Genau. Und jetzt sage ich mal Tschüss zu Facebook.